Ich habe das Gefühl, euch so beide interessant. Übrigens, eins möchte ich ganz gerne noch sagen, bevor ich das doch am Ende vergesse. Diese Band, die spielen jeden Ton live, das ist heute gar nicht so üblich. Der hier vorne steht, das ist der Vater von Bella. Ja, in diesen Zeiten von Streaming haben sich sehr viele Sachen geändert und ich habe immer nur gesagt, ich könnte natürlich einen Teleprompter auf die Bühne haben und die Texte würde ich dann nicht vergessen. Aber das mag ich auch nicht. Ich möchte für euch singen und nicht den Teleprompter angucken. Okay? Habt ihr verstanden? Gut. Jetzt kommen wir zu einem Lied. Aufgeschrieben von Fred J. Ich saß in Köln mit meinem Freund Joachim Horn. Wir haben ein Lied komponiert auf Gitarre. Und irgendwann habe ich schon gesagt, du, ich glaube, das ist ein ganz schöner Titel. Hab Fred J. in München angerufen und habe ihm tatsächlich über Telefon diesen Titel vorgesummt. Er hat es aufgenommen auf Kassettenrekorder. Ihr wisst, was es ist. Und er rief mich 2 Stunden später an und sagte, ich habe einen Text geschrieben. Ich glaube, die ist ganz gut. Freunde, wenn ich euch erzähle, was meine Gefühle waren, zu lesen, zu hören, dass ein Mann innerhalb 2 Stunden so eine erwachsene, wunderschöne Liebeslied schreibt, sogar über die Trennung, was weiß Gott nicht einfach ist, es ist unglaublich. Ich fand den Text so schön, ich habe zu Freddy gesagt, kannst du mir eine kleine 8-Zeile schreiben, wenn ich meine Ansage mache, könnte ich diese 8-Zeile als Ansage für diesen wunderschönen Text benutzen? Halbe Stunde später kam die 8-Zeile und es ging so. Miteinander zu leben ist manchmal sehr schwer. Plötzlich schaut man sich an und man kennt sich nicht mehr. Man hat viel, viele Gedanken. Miteinander zu leben ist manchmal sehr schwer. Plötzlich schaut man sich an und man kennt sich nicht mehr. Man hat so viele Stunden zusammen verbracht, doch so viele Gedanken alleine gedacht. Man hat so oft geschrieben und so viele gedacht. Manchmal ist es ein Faden, an dem alles hängt. Manchmal mehrere Runde, doch keine sehr groß. Und man fragt sich im Stillen, kann man mit 78 Jahren so einen Text behalten? Das ist wirklich los. Let's go. Oh, wenn du glaubst, du verschwendest dein Leben mit mir, dann geh wieder. Und was gestern noch war, fehlt halt nicht mehr bei dir, dann geh wieder. Wenn du glaubst, dass die Zeit für dich sinnlos verstreicht, und ein Morgen der Dämmert, wenn man drin bleibt, und der Sinn meiner Worte dich nicht mehr erwischt, dann geh an. Wenn du glaubst, dass du schon das Vergangene vergisst, dann geh an. Und das Gras scheint dir grün, dort wo du nicht bist, dann geh doch. Du und ich halten viel, darum fällt es mir schwer. Aber wenn du uns nicht mehr so geht es hier, wenn der Wind weht auf einmal von anderswohin, dann geh doch. Ich sage dir, geh doch. Unser Schweigen allein kann die Antwort nicht sein. Versteh doch. Fragen gibt es auch tausend Fragen. Ich versuche